Schönen guten Morgen. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich habe keine Sonnenbrille auf, so wie Hannes. Aber immerhin ist das Wetter gut. Und wir sind hier bei der Wackelzucht Nordfriesland. Wir haben gestern hier schon gedreht. Und ich merke gerade, ich habe hier Alkohol in der Hand. Aber ey, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Denn wir wollen auch nochmal hier, bitteschön. Oh, danke schön. Euch einen Gin überreichen. Vielen Dank, dass wir hier gestern drehen durften. Heute gucken wir auch noch mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Und schauen uns ein bisschen an, was hier so abgeht hinter den Kulissen. Oh. Wir machen, ich bin noch nicht ganz wach, wir vloggen jetzt hier mal ein bisschen. Wir machen eine Führung aus unserer Sicht. Und ich werde nur faktenbasiert auch Erklärungen machen. Wir produzieren hier jetzt ein bisschen Content. Versteht ihr? Content. Content. Content ist King. Spart euch die Kommentare. Ich hatte keinen Kater. Ich war einfach nur müde. Okay. Hallo. Corbinian mag insbesondere Akim gern. Ja, das ist ein Riesenproblem, dass ich Akim sehr gern mag. Weil, das weiß Hannes leider noch nicht, jetzt weiß er's. Hannes bleibt nämlich hier und Akim sitzt hinten auf dem Rücksitz dann. Akim stellen wir euch gleich vor, das ist ein ganz lieber. Bevor wir euch Akim vorstellen, gucken wir nochmal. Was ist los? Sieht doch aus wie aus dem Elf. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid genauso fit wie ich. Ja. Der Aalbock hat geschmeckt, der Jubi. Ich wollte gerade sagen, nur den guten Start. Oh, bitte gepackt, oder was? Natürlich. Ey, soll ich dir helfen? Ich will auch mal wieder was packen. Ich reiß alles wieder auf, wenn ich will. So ein Ding ist das. Ihr habt aber, das sehe ich, das fällt mir jetzt schon auch, wie wir, vernünftiges Klebeband aus Papier. Ja, nachhaltig. Der ist nicht komplett vollblind. Das geht. Das ist das Muskelgedächtnis. Also wir haben viel gepackt. Falls jetzt sich der eine oder andere aus der Community fragt, für wie viel oder wie viel Fleisch soll ich denn so bestellen, wenn ich mal bei Wagyu-Zucht bestelle? Die Antwort ist immer ja. Und wir haben hier auch das eine Bestellung, richtig? Das eine Bestellung sind 40 Patties. Alex kann er noch weiter packen? Eben. Boah, ist das denn? Boah, hui! In Nordfriesland scheint die Sonne ganzjährig. Jetzt kommen wir zu den Lütten. Akim ist schon wieder Vollgas. So, pass auf, woran erkennt man Akim, Corby? Beschreib kurz seine Eigenschaften. Auf jeden Fall hat er hier oben einen weißen Fleck und er hat keinen Schiss. Genau, wir gehen mal hin. Alle anderen, also das muss man ja sagen, Rinder sind ja Fluchttiere und dementsprechend sehr scheu. Aber Akim ist das wohl noch nicht zu Ohren gekommen. Der muss noch lernen. Akim, ja, Akim, alter Junge. Guck mal, da freut er sich, na klar. Akim, alter Junge. Mensch. Dass du ein Fluchttier sein sollst, ist noch nicht angekommen, ne? Das ist dir ganz unklar, Akim. Du bist eher so das Gegenteil. Oh ja, ja, die Kamera, die kannst du auch mal schön abschlecken, ne? Genau, da wird wieder geschleckt, ne? Ja. Er ist großartig. Ja, während die anderen, die machen gleich einen Schritt zurück. Oh, hier kann ich den ganzen Tag verbringen. In den kleinen Streicheln. Ne, ja, hinterm Ohr, das magst du, ne? Ja, was geben die an? Ja, hat ja einen Witz erzählt. Gerade einen Witz erzählt hier. Cool. Das sind ja die ganz kleinen, das sieht man dann auch. Hier sind noch die Melkstation, ne? Nicht Melkstation, die Milchspendestation. So. Die Melkstation. Ja, die Kälber melken hier. Die haben aber auch lange Zungen, ne? Wie bei dir. Ja. Das Gras, wir reißen das Gras ja ab. Und da schlingeln sie einmal so rum ums Gras und reißen es ab. Und die Zunge ist ganz rau, das ist eine ganz raue Zunge, sonst würde es ja nicht funktionieren. Die beißen es ja nicht ab, das Gras, sondern sie reißen es immer. Ich zeige euch jetzt mal Helga, weil Helga ist der gefährlichste von allen hier. Aber du bist doch schon befreundet mit ihm, oder? Ja, aber ich glaube, Helga hat gestern beim Dreh 3 bis 4 Mal hat er sich überlegt, den bringe ich um. Und das Witzige ist, das heißt witzig, aber was wir gestern lernen mussten, ist, dass es lebensgefährlich sein kann, sich mit diesen Tieren, gerade mit Bullen, Bullen ist der richtige Begriff, ne? Oder Ochse? Ne, Helge ist ein Ochse mit Bullenmanier, ne? Genau. Ochsen sind kastrierte Bullen? Genau, Ochsen sind kastrierte Bullen. Und, aber es gibt ab und zu mal welche, die haben ihre Bullenmanier nicht abgelegt. Also wenn man auf eine Weide gehen würde, wo ein Bulle ist, ist es lebensgefährlich. Gerade für Männer habe ich gelernt, weil wir im besten Fall auch Testosteron versprühen. Und wenn das so ist, dann riecht der Bulle das und dann wird er aggressiv. Und das ist bei Helge der Fall. So, wir können ja mal gucken, welcher hier Helge ist. Ich sehe es jetzt schon. Alleine wie er guckt. Ja, alleine wie er auch sofort ankam, ne? Helge ist sofort da. Helge ist auch ein Dickschädel. Guck mal, Alter, was das für ein Tier ist, ne? Ja. Uiuiui. Jetzt guckt euch mal diesen Rücken an. Da kannst du nicht mal eine Kiste Bier hinten drauf abstellen, so breit ist der. Also der hat richtig Power. Genau, wenn hinter den Schulterblättern sich der Rücken wölbt, ist das ein Indiz für uns, dass er schlachtreif ist. Ja. Ja, weil das ist reinstes Auflagefett.
könnt ihr sehen, ne? Dann die Schulterblätter hier vorne und da hinten wälzt sich das. Und dann, das heißt, dass er vollkommen voll ist mit also Fett. Gut, wir können ihn ja noch weiter füttern, dann wird es noch doller. Aber er würde jetzt schlachtreif sein. So. Wir haben ihn jetzt diese Woche ja von der Weide geholt. Und er muss jetzt erstmal, wie wir das gestern schon erklärt haben, sein gelbes Fett verlieren. Und dann, das dauert jetzt 2-3 Monate. Und er würde dann eben Weihnachten der Schlachtung zugeführt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das gelbe Fett, was damit auf sich hat, guckt euch auf jeden Fall die Doku an, weil da ist es erklärt, warum Tiere gelbes Fett ansetzen und warum der das hier verlieren muss. Da gehen wir genau drauf ein. Das ist nämlich wirklich ein spannender Punkt gewesen, wie ich finde. Alle Autofahrer unter euch werden sicherlich wissen, ein Auto muss man hin und wieder mal pflegen und auch eine Waschstraße fahren. Und wir stehen hier bei den weiblichen Tieren, bei den Fersen, also Kühe, die nie gekalbt haben. Und auch so eine Kuh wird dreckig vom sich suhlen, liegen, vom Essen und so weiter. Und für die Kühe haben wir natürlich auch eine Waschstraße. Das finde ich ja ganz großartig. Hier hinten sind so Walzen und die Kühe können mit ihrem Kopf die Walze hochstoßen und dann geht die automatisch an, dreht sich und dann können die sich im Prinzip kratzen. Das heißt, oftmals juckt es die irgendwo am Rücken. Da kommt so eine Kuh nun eher schwierig ran, sage ich mal. Dann gibt es die Walze, dann können die sich den ganzen Rücken, die Seite, den Kopf und so weiter kraulen lassen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Stück weit Fellpflege, weil natürlich irgendwie Dreck vom Fell runtergeht. Bist du Elsa? Bist du Kuh Elsa oder was? Wir wollen euch auch hier natürlich die ganze Wahrheit zeigen. Und hier drin ist ja Endmast, Stall. Das heißt, da werden die Tiere für 2-3 Monate nochmal in den Stall geschickt. Warum, wieso, weshalb, hat mit diesem gelben Fett zu tun und so weiter. Das seht ihr alles in der Doku. Aber in erster Linie gibt es hier ganz viel weites Land. Insgesamt 100 Hektar, über 20 Hektar, nur Weideflächen. Da hinten überall stehen hier die Tiere. Es geht noch ganz da hinten raus. Hier zum Beispiel sehen wir die 100% Wagyu. Also Vollblut, reine Genetik, 100% Wagyu-Tiere. Und hier überall stehen Kreuzungen aus Wagyu und einer anderen Rasse, die sogenannten F1-Tiere. Die lagern nicht ganz so viel intramuskuläres Fett ein, aber immer noch sehr, sehr viel, wesentlich mehr als das, was man so standardmäßig kennt. Und das ist aus meiner Sicht auch von der Menge genau richtig. Dieses 100% Wagyu ist immer sehr fettig. Aber hier liegen sie, hier ist Strom drauf, da sollte ich jetzt nicht anpacken und auch nicht gegenlullern. Das kommt nicht so gut. Übrigens, wenn die liegen, sind die immer am Wiederkäuen. Die sind ja die ganze Zeit am Kauen. Das heißt, die sind jetzt am Wiederkauen und essen ihr Essen nochmal. Hannes, ich habe mir jetzt einen ausgesucht. Zum Bullenreiten. Na, guck mal, Alex. Er macht das so wie du. So isst Alex morgens auch sein Frühstück. Flup, 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 flup. Das ist eine Sache, die habe ich auch hier gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erzählt habt, aber mit der Zunge sich das Gras immer rausreißen. Uns wurde gestern erzählt, als Kind muss man immer aufpassen, wenn man an diesen Stallungen vorbeigeht, denn die haben eine sehr, sehr lange Zunge. Und als Kind, wenn man noch nicht so viel wiegt, noch nicht so groß ist, kann es durchaus mal passieren, dass auch eine Zunge mal nach dem Bein packt und dann einen umreißt. Echt? Ja, wirklich jetzt, ja? Was machst du denn da? Da hinten geht's weiter. Also, ich sag's, wie es ist, Alex. Was ist denn hier los, ey? Um uns herum plätschert es hier die ganze Zeit irgendwie. Ich hab das Gefühl, dass sie mir zum Pipi machen anregen. Oh, Alex, was ist denn los? Jetzt hör auf, das zu filmen. Die Vlogs sind ja auch immer dafür da, um so ein bisschen mehr Info zu geben über gewisse Dinge. Und was sich vielleicht viele, inklusive uns, auch schon mal gefragt haben. Warum haben Landwirte, Bauern eigentlich immer so viele Autoreifen und Treckerreifen und so weiter? Und es ist in der Tat so, dass diese Reifen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten einfach zur Beschwerung genutzt werden. Ich weiß nicht mehr, ich meine, das gemähte Gras, die Gräser werden hier drunter unter eine Plane gelegt. Es entstehen anaerobe Bedingungen, wodurch das Gras dann siliert. Gefährliches Halbwissen. Ich sag mal, jeder Landwirt wird besser Bescheid wissen, was ich hier gerade erzählt habe. In erster Linie geht es darum, Autoreifen zur Beschwerung. So, und hier ist sozusagen nicht die Endmaststation, sondern das Gegenteil. Die junge Dame ist trächtig und kriegt in den nächsten 2-3 Tagen ein kleines Kälbchen. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Auch im Namen unserer Eltern. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Kayuki, das ist unsere erste Vollblut-Wagyu-Kuh.
Ja, und sie bringt stabil jedes Jahr immer ein Kalb. Dieses Jahr ist sie ein bisschen später. Normal hat sie schon im Frühjahr ihr Kalb. Aber sie wurde dann spät tragend. Und ja, jetzt ist sie hier in der Box. Moment jetzt ja und wartet auf ihr Kalb. Ja. Und ich wollte ja nochmal zeigen, dass die Pferde auch, dass sie hier ruhig ineinander laufen in einer Fläche. Ach, Tatsache, stimmt, das ist ja. Das sind zwei Pferde. Ja. So, genau, die laufen den ganzen Sommer mit denen zusammen hier. Und die Pferde sind Chef. Wenn es darum geht, da ist ja ein Mineralstoffeimer da, der gelbe Eimer. Wenn die da hin wollen und daran rumschlecken, da ist ja auch ein bisschen Salz und Vitamine und alles drin. Die Pferde dürfen immer zuerst. Ja, da sieht man es auch. Also sofort, wie sich Johannes macht, stellt sich mit dem Chef sofort gut. Na, ne? Klar, man muss sich immer mit dem Boss gut stellen. Dann hast du ein angenehmes Leben. Ich bin ja eh immer ein bisschen so sentimentaler, sag ich mal. Und dieser Ausflug hier hat mir wieder sehr viel gebracht. Man denkt nochmal wieder ein bisschen anders drüber nach. Man stellt fest, dass jedes Tier einen eigenen Charakter hat, dass das ein Lebewesen ist, dass das nicht einfach im Supermarkt irgendwo rumliegt, sondern dass man sich da auch mal ein bisschen wieder bewusst sein muss, was dahinter steckt. Und deswegen ist es umso schöner zu sehen, was für Möglichkeiten es gibt und dass es solche Familien wie Familie Eggers gibt, die dieses Konzept fahren, was am Ende sicherlich ein paar Mark mehr kostet, aber wo ich auch weiß, dass jeder Cent hier in tolle Tiere investiert wird und die Tiere ein tolles, tolles Leben haben und bis zum Schluss wirklich, wirklich großartige Arbeit hier geleistet wird.